Hallo, Strategiefans und herzlich willkommen zurück in Total War Pharao. Wir sind jetzt Großkönig und das Geilste war ja in der letzten Folge, dass wir hier auch noch die heftige Schlacht gegen den Großkönig höchstpersönlich hatten und sie dann auch noch gewonnen haben. Ja, und warum da die Leute dann alle nicht verfolgen, das liegt natürlich daran, dass sie alle sehr erschöpft sind und so, aber ich bin das halt nicht gewöhnt, dass sie dann auch stehen bleiben. Deswegen meckere ich da immer ein bisschen rum, aber naja, sie sind halt erschöpft. Und deswegen könnte natürlich die Leute nicht Zum mehr Blutvergießen verfolgen. geboren. So, das Krasse ist, dass er sich trotzdem nicht weiterentwickelt hat. Ach nee, der ist ja gestorben. Das ist ja ein neuer General. Für Macht ja. und Ruhm. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ach ja, stimmt ja, der ist ja im Marsch. Halte die Augen offen. Jetzt bevor wir hier diese Waffen zu... Obwohl, hat der überhaupt eine Waffe? Na, das machen wir vielleicht doch als erstes. Wenn wir jetzt diese Axt bekommen... Na, der hat nämlich auch keine Waffe. Wo ist denn Kuh? Runter. Da. Dann müssen wir ja mal gucken hier. So, der hat ja jetzt gerade den Bogen. Was kann denn diese Axt? Oh, der hat auf jeden Fall 15% Rüstungsdurchdringer Nahkampfschaden. Ja... Vielleicht sollte ich den Bogen dann dem neuen Rekrutierungsgeneral geben. Weil, ne, Rekrutierungsplätze plus ein. Ja, obwohl, wahrscheinlich, ne, weil hier steht, für einen Prätendenten oder Großkönig verfügbar. Das dürfen die anderen vielleicht nicht nehmen. Das kann halt sein. Das weiß ich nicht, ob man die auch anderen geben darf. Dann nehme ich auf jeden Fall... Iriati... Nee, dem Alawitzi nehme ich den Gegenstand hier weg. Dann müssten wir eigentlich alles haben, ne? Hier gibt's nichts. So, das ist Iriati. Der hat ja die andere etwas größere Armee. Dann kann er den hier ruhig behalten. Der hat auch auf jeden Fall Schild und Rüstung. Da gab's nix. Dann haben wir den Dumana. Das ist der neue General. Kann nicht zusammen mit der derzeitigen Ausrüstung ausgerüstet werden. Aber das stimmt doch gar nicht. Er hat ja gar keine Ausrüstung. Also darf den anscheinend nur Korunta nehmen. Dann kriegst du hier den Speer. Ja, da haben wir leider auch nichts übrig. Ja, und das war's dann schon. Ich habe für alles, was ich besitze, hart gearbeitet. So, ich bin gerade beschäftigt. Der ist auf jeden Fall hier rausmarschiert, erstmal nach da und ist vor unserer Festung stehen geblieben. Aber wir machen erstmal diese kleine Schlacht mal am Anfang. Ich kämpfe für Khati. So, dann greifst du hier mal an. Tötet sie alle! Ach so, Mist, dann müssen wir ja den Krieg erklären. Bewegung abbrechen. Stimmt ja, wir haben ja gar keinen Krieg mehr. Nee, dann würde ich doch lieber bevorzugen, das erstmal hier unten zu regeln. Die Klinge von Khati. So, der bringt jetzt ja hier Nicht neuen... den Mut verlieren! Ich will nur, dass meine Beute leidet. Warte mal. Edel und wahrhaftig. Da sollen wir ein bisschen Erfahrung sammeln. Komm mal hier mit ran. Voran! Großkönig Korunta. Greift der Korunta hier mal Die an. Klinge von Khati. Den noch mal kurz rausnehmen. Haltet die Augen offen. Jawohl, der könnte auf jeden Fall schon... Nee, kann er nicht. Ja, weil er an der Festung vorbei. Er kann nur bis hier. Da müsste er schon in den Marsch gehen. Ah, der kommt aber leider an den nicht ran. Boah, das ist ja ziemlich verranzt, ey. Der ist ja echt an eine ganz blöde Position gegangen. Großkönig von ganz Khati. Wartet auf unsere Beute.
Ich werde in die Geschichte eingehen. Ja, da kommt er. Warte mal, er kommt so ganz knapp nicht ran. Das ist aber nicht so schlimm, warte mal, komm, das müssen wir eigentlich hinkriegen. Dann nimmst du dir hier bei dem Bonus mit. Und dann müsstest du doch eigentlich rankommen. Jawoll, und schon kommt er ran. Lasst sie erzittern! Das findet er aber gar nicht so gut und zieht sich lieber erstmal zurück. Vorwärts, Männer! So, jetzt kommt der nicht mehr ich ran. Ich erfülle meine so Pflicht. Schlimm. Wir ziehen den, am besten ruhig so an die Straße, wa? Dahin? Zu meinem Ziel! Und dann greift halt er hier an, kann er gleich mal ein bisschen sein. Erfahrung sammeln. Und ne, seine Unterstützung kommt ja im Prinzip von hinten. Also alles Retter. Gut. Er hat wieder Wagen dabei. Zweimal Steinschleuderer. Einmal Speerwerfer. War natürlich Speerträger in Bronze und Schwertkämpfer in Bronze. Und er hat auch noch eine etwas bessere Einheit dabei. Ja, und wie die Schlacht ausgeht, das sehen wir gleich. Ja, und da sind wir bereit, diese Schlacht zu schlagen. Gucken wir mal, wie das Wetter wählt. Sturm und keine Wetterveränderung. Ne, ist mir zu viel Malus. Oh oh. Regen, keine Wetterveränderung. Komm, einmal noch. Ey, trocken. Und danach Glut, Hitze. Ja, wunderbar. Unsere Verstärkung kommt genau von hinten. Wir sind unbezwingbar. So, das ist unser führender General. Das wird ein glorreicher Sieg! Oh, falls sie angreifen sollten, stellen wir die mal lieber da. Blut und Schlachten! Für die Meeresgötter! Du hast sie hier versteckt? Ja. Ja, starten wir. Bleibt auf Distanz! Die ersten anderen, alle Schwertträger. Können wir hier die Reihe mal auffüllen? Wie Wald hier. Ja, wir können die Truppen auf jeden Fall erstmal in Ruhe sammeln. Die bleiben da hinten alle stehen. So, dann geben wir euch noch zwei dazu. So schnell wir können! Hier mal die erste Gruppe. Ja, der Rest sind ja auch nur Schwerträger. Ne, ich stehe da. Kommt ihr da lang? Kriegt ihr dreimal Steinschleuderer und ihr kriegt auch dreimal Steinschleuderer. Wir werden sie mit der Macht der Götter schlagen! General mal damit. Im Namen Kratis! Mit in die Gruppe genommen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Komm, ihr könnt hier mal mit den Bogenschützen in der eine Schlacht. Gruppe gehen. Schwerter! Wir Hethiter fürchten den Tod nicht! Bevor hier irgendwas mit Gluthitze oder so losgeht, müssen wir so langsam mal voreiern. So. Beeilung! Ach, hier ist schon wieder so ein Felsvorsprung. Mir nach, Männer! Mir nach, Männer! Die stehen da. Steinschleuder war da. Im Namen und den General packen wir auch mit. Der Ehre verpflichtet! Dann können wir ein bisschen Schub geben. Das ist mir auch noch aufgefallen, ich habe so ein paar Folgen mir mal nur so ein bisschen angeguckt, wie sie gerendert sind, dass ich auch immer bei der einen Schlacht da von der ersten Stadtschlacht spreche. Das ist auch völlig gelogen oder einfach nur nicht gewusst. Ich hatte doch auch schon auf
auf der Insel eine Stadtschlacht und die habe ich ganz vergessen. Obwohl der doch gar nicht so lange her ist. Das geht ja hier bei Kuruta doch ziemlich schnell. Burunkate wird uns nicht im Stich lassen. So, die können immer noch nicht schießen. Nehmen Soldaten von Khati! Oh, ich sag mal so, bis da könnt ihr schön runterballern. Vorwärts, Marsch! Wahre Krieger! Vor. Im Laufschritt! Die wird jetzt mal ein bisschen gesplittet. Die vorwärts, dahin. Marsch! Ich werde euch töten! Kommt darum. Genau wie die Steinsteuerer. Die marschiert, Brüder! Marschiert! So, jetzt müssen wir auf die Fernkämpfer gehen. Darauf. Zielt genau! Erstmal auf die Plänkler. Soldaten von Khati! Hier geht er auf die Schleuderer. Los! Das sind die Bogenschützen. Auch auf die Plänkler. Los! Unsere Feinde erwarten uns. So, da kommt die Wagen. Schwerter! Für Macht und Ruhm! Alter, was? Die Steinschleuder da wie. Ah, nein! Im Namen Khatis! Kesselt mal die Wagen ein. Vorwärts, Marsch! Bewegung! Bereit für den Kampf! Mir nach, Männer! Ich kann Ihre Angst sehen. So, ihr könnt hier schon die Klappe auf zumachen. Auf den Weg machen! Da sind welche gegengeklatscht. Für Ruhm und Ehre! Da kommt ihr dann mal Im von Namen der Seite. Hattis. Die können auch schon vor. Verliert keine Zeit! Boah, die Generals. Nee, zum abkommen. Triumph! Schieße voll auf meine Generals. Bogenträger! Feuer! Lauft um euer Leben! Ah, greift entschlossen an! Schneller jetzt! Bereit für den Kampf! Marschiert los! Schwerter! Da rein! Segel setzen! Und die da. Strömung soll euch holen! Marschiert, Brüder! Schickt ihn in einen Hagelsturm! Da, ihr kommt auch von hinten. Zielt genau! Bewegung! Krieger, marschiert! Schleudern, los! Lasst ihr unsere Pfeile schmecken! Schwerter! Ich will nicht sterben! Das sind aber weit gelaufen, die einen. Vorwärts, Marsch! Da, die fliehen auch schon. Hat mal auf die Zwischen die Augen zielen! Schwerter! Da nochmal von hinten rein. Soldaten von Khati! Da nochmal von hinten rein. Sterbt, ihr Narren! Die könnt ruhig mal so ein bisschen Wir von nach, da kommen. Männer. So, die sind auch am Fliehen. Burunkate, schütze uns! Bewegung! Autofeuer erstmal aus. Wahre Krieger! Bei Marschiert, Nolo und bei denen auch. Sofort! So, das Winde, ist schon leitet uns! Da war ja gleich mal eine Pause. Das dürfte nicht mehr lange dauern. Da nochmal bei den General reinklatschen. Schnell und gewandt! Pause! So, die ganzen Fernkämpfer, die machen wir jetzt schon mal auf. Ah, Mist, da sind schon welche leer geschossen. Ne? Ah, die Bogenschützen waren's. Ah, da ist schon das Kartenende. Ich glaube nicht, dass wir die noch erreichen.
geht nochmal damit drauf, ihr geht damit drauf und die beiden nehmen wir nochmal hier mit hin. Und ich würde mal sagen, mit den Steinschleudern mal hier hinten schon mal zu. Die kommen von da. Schwerter! Lasst sie erzittern! Ah, jetzt fängt sein General auch schon an zu blinken oder ist es vorbei? Also, es müsste jetzt gleich sie kommen. Sie müssen ihre halbe Armee eingebüßt haben! Irgendwas lebt noch. So, jetzt sind sie alle down. Ihr seid ja hier noch. Ah, nee, das sind die Schwertkämpfer. Nee. Ihr seid noch am nächsten dran. Schieß doch mal auf die noch. Wie ist da mit dran? Die kann ja leider nicht mehr schießen. Ihr verfolgt die auf jeden Fall weiter. Dagegen und da gehen aber gleich alle. Dann machen wir Schub. Ja, die laufen tatsächlich nach hier. Ja, ja, wenn sie halt nicht kaputt sind, dann laufen sie denen auch hinterher. Schieß mal auf die, kannst auch ein bisschen länger ballern. Na, ob die noch kriegen. Es sind leider auch Plänkler, das wage ich zu bezweifeln. Dann nehmt lieber die mit. Oh, das da ist geregelt. Das hier ist das letzte. Das ist auch geregelt. Und kriegt ihr die noch? Sehr schön. Oh, ich denke mal, ein paar haben wir verloren, aber so viele werden es nicht sein. Ich schien erst mal eine in die Fresse gehauen. Ob das an diesem Hammer liegt? So, dann hoffen wir mal, dass die Armee sich auch auflöst. Wir haben keinen verloren und auch keinen General, obwohl die ja. Oh, Entschuldigung. Einmal, schwer unter Beschuss geraten sind. Hey, 1%. Das ist zwar gar nichts. Sieht man das überhaupt? Ach nee, er hat ja auch nicht viel verloren. Ja, haben sich beide weiterentwickelt. Ich lerne aus Narben und Erfolgen. Plan. Wir brauchen nämlich schnellstens einen neuen Rekrutierer. Ich weiß nicht, wer schneller oben ist. Dafür brauche ich den hier, ne? Das war das doch, ne? Ja, Rang bei Rekrutierung plus 3. Das kriegen sie erstmal beide. Was eingesammelt? Naja, sehe ich ja auch. Ach, bin ich doof. Hätte auch gleich den anderen hier noch nehmen können. Die Klinge von Hati. So, der hätte das jetzt. Da müssen wir natürlich den erstmal wegnehmen. Ja, du kriegst jetzt dann den rein, ist ja auch nächste Runde schon fettisch. Ich will erstmal austesten. Nee, nee, den dürfen die nicht haben. Auch wenn jetzt da unten steht, diese Unterstützung kann nicht zusammen mit der derzeitigen Ausrüstung ausgerüstet werden. Das stimmt einfach nicht. Die darf nur Korunta nehmen, bin mir ja ziemlich sicher. Ja, also wieder rein hier. Stoßsperr mit Obsidian-Spitze. Da gab's nichts. So, dann ist der dann nächste Runde fertig. Iriati. Darf ich denn den auch zum Prinzen machen?
Das würde ich dann nämlich gerne machen. Das war eigentlich unser bester General, aber je schneller der sich weiterentwickelt, dann können wir ihm auch nochmal diesen Rekrutierungsbonus von den Prinzen geben. Du bist jetzt ein Prinz von... Naja, wenn man Vasallen hat, könnte man auch noch Vasallen zuweisen. Der kann sich ja erstmal nicht großartig vorrücken. Bewegen. Der wird die Klinge von Hati. Gehen wir schon mal zur Straße ein bisschen. So, damit er sich da nichts Neues rekrutiert. Das ist der der Beobachtungsposten, aber den haben wir ihm zerstört. Und einer könnte dann ja wahrscheinlich hier noch belagern, ne? Ich würde sagen, dass meine Beute leidet. Ja, dass wir diesen Sidanta verloren haben in dieser blutigen Schlacht, das ist natürlich ärgerlich. Oi. Der kriegt ja alleine schon 15 Garnisonen. Und was für eine Garnison. Und ja, seine Festung hat er sich auch noch vollgeballert. Und auch mit gar nicht so schlechten Truppen. Sogar noch Streitwagen mit drin. Naja, die müssen wir definitiv belagern. So, Loch in der Mauer, Turm, die hätten wir auch noch ganz gerne. Oh, da wird er mich ja wahrscheinlich angreifen, wa? Naja, egal, wir belagern erstmal. Für Macht und Ruhm. Ja, dann tauschen die noch Armeen aus. Und dann kann ich mit dem die Festung belagern. Und dann sind da gleich erstmal jede Menge Truppen weg. Natürlich könnte er mich jetzt in der nächsten Runde einmal wegschlagen. Es ist Zeit für das Horusgeleit, zu dem die Getreidekauer den Wolf für ihr Privileg entlohnen müssen. Ah, weil wir noch keine 200 Legitimation haben, dürfen wir hier noch nichts nehmen. 200 brauchen wir dafür. Dann sind wir noch ein bisschen vom Weg. Ja, dann können wir da doch nichts mit machen. Mit dem Horusgeleit vereinen sich die Herde und das Jagdkönig zu einer Gemeinschaft aus Zähnen und Klauen. So, bei dem Superjuma ist eins erfolgreich gewesen und eins ist gescheitert. Aber das sehe ich doch richtig, ne? Ich kann dir irgendwie trotzdem einen reinsetzen, oder? 63 Gold. Dann nehme ich hier den Alawitzi, damit es nicht irgendwie bei irgendwelchen Komplotten, wenn die den irgendwie verwunden oder so, meinen Rekrutierungsgeneral erwischt. Dann beanspruche ich den mal. Und Alawitzi, der wird wahrscheinlich nicht gerade eine hohe Legitimation haben, oder? Das sieht man gar nicht. Auf jeden Fall haben wir dadurch ein bisschen mehr bekommen. Ja, das wäre erledigt. Noch machen wir... Uiuiui, ganz schön viel Nahrung minus. Sind die ganzen Bonus ausgelaufen? Ne, die haben noch Bonus. Ah, der von Korunta. Der ist leider immer noch weg. Ich wollte gerade sagen, der hier oben wird auch keinen haben. Die Klinge von Hati. Das ist die Zwischenstation. Kann jetzt nicht gerade weit gehen, ne? Er trägt aber unsere teuersten Einheiten mit rum. Dann nimmst du dir hier mal den Handelsbonus mit? Zum Blutvergießen geboren. Kann man es gleich ein bisschen drücken. Da ist eine Straße.
Aber wer weiß, was passiert. Abmarsch vorbereiten. So, dann gehen wir über den Beobachtungsposten. Kriegen wir nochmal ein bisschen Bewegungspunkte zurück. Kennst du die Idee noch? Kommst du noch weiter? Dann kannst du nochmal zum Schrein des Kuh runtergehen. Ihr gebt meiner Arbeit eine Bestimmung. Und dann war's das aber auch. Vorwärts, Männer! So, was ist noch zu erledigen? Eine Siedlungsverbesserung. Oh, das mache ich auch erstmal. Ja, wenn die große Stadt hier auf der Insel besser beschützt ist, das kann eigentlich nur gut sein. So, in Südhati könnten wir noch bauen. Aber da haben wir nicht genug Ressourcen für. Ja, hier haben wir für alles, was ich will, auch nicht genug Ressourcen übrig. Handel. Auch wenn wir so viel Nahrung minus machen, würde ich lieber erstmal nicht machen. Das könnte natürlich mal ganz schön knapp werden. Aber ich gehe das Risiko jetzt einfach mal ein und mach mal Runde beenden. Ja, der Supiljuma haut wieder ab. Na, der würde uns 674 Nahrung geben. Hat nur mit irgendwelchen Eindringlingen Krieg. 8 Gold so, 56 Gold pro Runde. Das könnten wir uns eigentlich leisten, ne? Er braucht halt auch Holz, ich mach mal einen Gegenvorschlag. Wenn ich das wegnehme. Achso, der hat den kompletten Handel weggenommen. Das wollte ich eigentlich nicht. So, wenn ich dir davon 30 gebe, 700, da will er aber dann doch Gold für haben. 20? Das reicht ihm nicht. Wenn wir mal 600 nehmen. Und daraus vielleicht noch 40 machen, dann reicht es nämlich schon. Nee, das geht eigentlich nicht. Ich will ihm aber nicht so viel Gold geben. Ey. Wenn ich dann nochmal mit 15 Bronze auffülle, es reicht schon. 14 passt genau mit 0. Dann gehen wir nicht ganz so viel Gold aus. Ich tue das für Hat. So mit. Ja, das habe ich mir halt fast gedacht, dass er angreift. Aber komm, ich ziehe mich zurück. Die Jagd muss warten. Der nächste mein Gold haben für Nicht-Angriffspakt. Nein. Na, die Waschascha sind auch... das, was ich gesehen hatte, war tatsächlich da in der Nähe bei uns. Also es hat mich nicht getäuscht. Aber ey, jetzt mal ganz ehrlich, warum greift ihr die denn nicht an? Unvorstellbare Reichtümer, also eine neue Bestrebung. Dafür gibt's Gold. Erobert eine Region, da sind wir ja, glaube ich, weit weg. Stellt sicher, dass die folgenden Fraktionen zerstört wurden. Da gibt's Stein und Holz für. Ich meine, da sind wir eh dabei. Ja, das machen wir. Anerkennung ist süßer als Krieg. Aber jetzt hat er sicherlich sich wieder was rekrutiert. Nö, hat er nicht.
okay, das geht. Großkönig von ganz Khati. So, das heißt auf jeden Fall, warte mal. Ey, ich muss das jetzt so hinkriegen. Für Ruhm und Ehre. Dass der hier dann noch die Festung belagern kann. Und er der natürlich wilde selbstverständlich Hirsch. Die da, warte mal, wenn du nur ein Stück nach da gehst. Bin auf der Pirsch. Alala, er hat ja richtig Glück, der kommt da gerade so eben noch ran. Wir müssen unbarmherzig sein. Bei meiner Ehre. Großkönig Kurunta. Ich würde ihm gerne eigentlich die Einheit hier noch mitnehmen, die Seefahrerräuber. Warte mal, 32, 38 im Angriff. Großkönig von ganz Khati. 70 Rüstung. Edel und wahrhaftig. Na okay, nee, das ist nicht unbedingt nötig. Großkönig Kurunta. Du gehst hier belagern. Reißt sie aus ihrem Versteck. Tisch. Der Hunger soll sie brechen. Lagern, Ich werde in die Geschichte eingehen. Du tauschst jetzt mit ihm? Alle für Khati! Die Behälter. Tisch. Ja, jetzt die ganze Info. Die Reise geht weiter. Ja, und er kommt an die Festung auf jeden Fall noch ran. Heute sterben sie. Taru steht uns bei. Ich kann das hier zwar machen, aber mich greift die sowieso nicht an. Haltet die Belagerung. Belagern? Wir müssen unbarmherzig sein. Du sollst rekrutieren und da kommt er. Und hütet eure Zunge oder verliert sie. Ich kämpfe für Khati. Tja, der braucht auf jeden Fall Erfahrung. Der dafür könnte allerdings so hart geschuftet. Auch bis hier hinkommen. Ich bezwinge sie. Ja, du gehst jetzt schon mal in die Rekrutierungsprovinz zurück. Marschiert, Männer! So. Und ob ich mit der Armee wieder hier rüber nach Lystra marschiere, das weiß ich noch nicht. Das werde ich mir überlegen. Und das kann ich mir ja überlegen, wenn ich die nächste Folge aufnehme. Denn hier haben wir das Ende dieser Folge erreicht. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bis dann und Cherry.